That's why it was a big debate. Freude bei den No-Billag-Gegnern. Klares Ergebnis beim Volksentscheid in der Schweiz. Die Rundfunkgebühren bleiben. Dafür stimmten 71,6% der Wähler. Die überwiegend von den Gebühren finanzierte Rundfunkanstalt SRG, das Schweizer Pendant zu ARD und ZDF, kündigte dennoch umfangreiche Sparrunden und Reformen an. Die Debatte über den Service Public war auch eine Chance für uns. Das Paradoxe an dieser Abstimmung war, dass eine extremistische Initiative uns dazu veranlasst hat, eine sehr differenzierte Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Rolle und seine Finanzen zu führen. Kritik ist oft nützlich. Wir haben auch die Kritik gehört. Künftig sollen nach Marchands Angaben mindestens 50% der Gebühreneinnahmen in Informationsprogramme fließen. Außerdem kündigte er Einsparungen von 100 Millionen Franken an. In Abgrenzung zum privaten Fernsehangebot sollen Filme künftig nicht mehr durch Werbung unterbrochen werden. Kulturprogramme aus der Schweiz würden ausgebaut und Privatsender könnten Archivinhalte der SRG nutzen.